Und herzlich willkommen bei SodaStream. Und wir nehmen unsere Kohle hier mal entgegen. Und wir haben 43 Gold nur verdient, weil wir ganz wenig Gold nur hatten am Anfang. Ist jetzt aber auch nicht tragisch oder so, denn ich habe entschieden, vorerst erstmal auch wieder SodaStream zu beenden als Projekt. Es spricht wohl nicht so meine Community an. Das finde ich zwar sehr schade, ist aber leider so. Dafür habe ich aber neue Ideen und neue Sachen, die ich gerne ausprobieren bzw. machen möchte. Und daher ist das wirklich nicht schlimm, dass das jetzt hier, denke ich mal, beendet wird oder so. Wenn einer gerne möchte, dass ich das irgendwann weiterführe bzw. generell weitermachen soll, dann sagt einfach Bescheid. Das werden wir dann, gut es geht, versuchen. Jetzt haben wir jetzt hier natürlich keine Kohle. Ist natürlich aber auch nicht schlimm. Wo auch immer eigentlich meine Kohle geblieben ist. Ich habe mir eigentlich Mühe gegeben, dass alles vernünftig läuft. Also wir sind bis fast 200 gekommen. Es gibt allerdings die Level bis zu... Ich habe nur kurz Musik ausgemacht. Bis zu natürlich 1000. Ich muss aber leider sagen, dass dieses, was nämlich das Ganze hier beinhaltet, nämlich dieses, es geht ab Level 101, geht es ja wieder von vorne mit den gleichen Dungeons, mit den gleichen Gegnern, nur stärker. Und das wiederholt sich immer wieder. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht mehr so spannend. Also es ist irgendwie so, meh. Irgendwie nicht halt gut. Irgendwie so. Deswegen dachte ich mir, werde ich jetzt hier erstmal vorerst eine Folge machen und... Oh, Giftfalle. Schön! Und gucke, dass ich jetzt mal das nächste Game anfange, beziehungsweise es steht auch nur eine Spielevorstellung bevor. Ich werde auch noch ein Spiel anfangen, was ich generell sehr schön finde. Was allerdings auch ein Gratis-Spiel ist, ihr kennt es vielleicht, My Colony, das gibt es jetzt bei Steam seit November 2018 und das werde ich gleich anfangen zu spielen, weil ich ehrlich gesagt, ich brenne darauf, es zu spielen, weil ich es richtig, richtig gut finde. Und deshalb dachte ich mir, gebe ich hier mal Bescheid. Das hier ist jetzt wirklich erstmal die letzte Folge, wie gesagt, sollte jemand gerne das weitergucken möchten, dann mache ich es gerne weiter, aber bis jetzt habe ich nicht so die Rückmeldung, dass wirklich, dass ich das spielen soll, beziehungsweise spannend genug für euch ist. Ich finde es für nebenher okay, aber für Let's Plays ist es eher schon weniger interessant. Es ist gut gemacht, es sieht toll aus, tolle Grafik, alles richtig nostalgisch hier, Retro, 2D und alles, aber fürs Let's Play ist es für mich es ist nicht so spannend. Und ich denke, das ist das, was ihr gerne möchtet. Etwas Spannendes, was Interessantes. Etwas, wo man auch mal nicht nach 100 Dungeons auf einmal wieder den Anfang sozusagen sieht, nur eben halt ein bisschen stärker. Und daher denke ich mir mal, dass das erstmal hier war. Und ich hätte gerne ein Feedback von euch. Wie ihr das Game fandet, habt ihr es auch angetestet und ob ich weiterspielen soll. Aber momentan sehe ich halt das nicht so. Ich wiederhole mich auch gerne, ich weiß, aber damit eben halt, wenn welche vorspulen oder sowas zum späteren Zeitpunkt des Videos oder so, um einen Kommentar zu schreiben über das, was in dem Spiel passiert ist, meldet euch einfach mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss.